Hallo, meine Lieben. Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich noch mal ein Action-Haul für euch. Boah, es ist wirklich schlimm. Aber dieser Freitag und dieser Termin an der Stelle ist einfach irgendwie, ja, ich kann an dem Laden nicht vorbeigehen, ohne reinzugehen. Aber ich habe was Neues gesehen. Also in unserem Action, also da, wo ich immer hingehen kann, da ist das ja so, die haben irgendwie, ich finde immer sehr spät die Sachen. Also wenn ich die dann schon mal woanders so in den Videos sehe, wir haben die dann teilweise 3 Wochen später erst oder wir haben es gar nicht. Also das ist, der ist nicht wirklich gut aufgestellt. Aber gestern hatten wir hier diese Spitzen. Bordüren fand ich richtig schön, einmal in der Farbe, dann hatten sie die einmal hier in diesen Blau und ja Blautönen, Blau-Grau, also richtig schön, und dann hatten sie das einmal noch in Lila, Weiß, richtig schön, kann man immer gebrauchen. Also diese 3 Farben gab es, ich weiß nicht, ob es die noch in anderen Farben gibt. Also bei uns in diesem Superladen gab es nur die 3. Sehr, sehr schön. Warte mal, ich guck mal gerade, was das gekostet. Was haben die denn gekostet? Die waren, glaube ich, überhaupt nicht teuer. 5 mal 1. Ja, das sind die. 94 Cent hat eine Packung gekostet. Und ich finde, das ist ja wohl mal ein super Kurs. Ne? Dann gab es einmal noch hier schwarze Haargummis für mich und für meine Tochter. Für meine Tochter und für mich. So, der Esel, ne, ist da ja. So, einmal. Dann habe ich noch mitgenommen hier von diesem Kreativpaper. Das hatten sie das letzte Mal auch nicht. Das ist jetzt so ein bisschen maritim und Wasser, Meer. Aktuell habe ich da keine Verwendung für, aber man weiß es ja nicht, ob ich da nicht bald doch Verwendung für habe. Ne? Das ist ja das Gefährliche an diesem Laden. Ne? Ja, dann ist hier vorne wieder das Geschenkpapier drin. Das ist hier Peach, also Pfirsich. Das ist einmal hier. Und was ist innen? Innen ist dann quasi auch in diesem Pfirsichton. Sehr schön. Dann hier ist das Blaue. Ich weiß nicht, erkennt man das auf der Kamera? Hier die Muster. Ja, auch sehr schön. Und von innen ist es so. Genau. Dann hier die. Die finde ich auch richtig schön. Ich glaube, das passt sogar richtig gut farblich in mein neuestes Journal. Und hier lecker Eis am Stiel. Und von innen in diesem grün-blau-Ton. So, zack. Durch. Ja, und dann wiederholt sich das. Ich blätter das mal wieder von hinten. Das ist, glaube ich, leichter zu blättern. Ja, hier ist wieder eine Tasche. Die ist leer. So, hier ist was zum Ausmalen, wenn man möchte. Ach, und die Seiten kleben wieder. Ja, das kennen wir ja schon. Hier sind wieder, ich weiß zwar nicht, was das ergeben soll, aber okay. Das sind Januar, Februar, März. Schön. Ach so, hier kann man, ich weiß nicht, sieht man das so gut? Einen Umschlag kann man hier draus machen. Richtig schön. Ja, und das sieht ja wohl klasse aus, oder? Richtig, richtig. Das macht doch Lust auf Sommer. Nochmal was zum Ausmalen. Ja, das ist ja ein bekanntes Bild, ne? Schön. Richtig toll. Hier ist auch wieder zum Ausmalen. Dann wiederholt sich das jetzt alles hier wieder. Schönes Wellenbild. Hier ist dicker. Schön mit dem Washi-Tape an der Seite. Und hier auch das Eis am Stiel, auch wieder Sticker, auch wieder Sticker, der ist ja cool, ne? Richtig cool.
Ja, wieder hier zum ja, kleine Text. Wieder Text. Mega. Auch wieder Text. Nochmal Text. Hier auch. Wunderschön. Richtig cool. Jetzt kommen die Postkarten. Toll. Und die Papiere. Huch, das war jetzt zu schnell. Einmal mehr. Einmal dieses Maritim. Peach. Ja, und dann wiederholt sich das. Also, ja, also für ein schönes Sommerjournal. Super. Oder wer weiß, oder für eine schöne Karte, was man auch immer machen möchte. Ja, dann, ach so, 1,99 hat der gekostet. Dann habe ich hier noch diese, so eine Tasche für 39 Cent. Hier, davon brauche ich im Moment echt viele. Da habe ich jetzt aber auch nur eine mitgenommen, weil ich noch welche hatte. Ja, wo ich quasi die Überbleibsel rein tue, wenn ich mit einem Journal fertig bin, so eine, ja, dass ich da immer wieder drauf zugreifen kann und das dann für neue Projekte benutzen kann. Dann gab es, oh, die sind ein bisschen verrutscht, die waren im Angebot, hier lecker, lecker, ist ja bald auch Ostern, ja, die mache ich später gerade, aber ihr kennt ja, ne, die Schokolollis am Stück und die haben gekostet, ja, unter einem Euro, finde ich gerade nicht. 89 Cent, da. So, dann gab es hier diesen schönen Block. Den habe ich jetzt auch schon bei einigen gesehen und ich fand den richtig, richtig schön, weil ich möchte nämlich irgendwann, ich weiß noch nicht wann, aber gerne so ein, so ein Backjournal machen. Und ich habe da schon ein Papierset im Auge, was mich immer anlacht. Und da würde das Papier nämlich super passen. So, ist auch sehr schön mit dem Lila hier, ne? Mit den Cupcakes und den Luftballons. Also, das finde ich richtig schön. Hier, das ist dann wieder mal zwei mit den goldenen Blättern. Toll. Ja, das ist doch wohl genial, oder? Wenn man sich so ein Backjournal macht oder auch, weiß ich nicht, es sind ja auch ganz, ganz viele Kartenherstellerinnen hier unterwegs. Und stelle ich mir auch total schön vor, da eine tolle Karte draus zu machen. Hier ist gleich nochmal. Hier mit der Feder. Nee, ist das eine Feder? Ja, vielleicht doch von der Pusteblume. Schönes Muster. Ja, und einmal in glänzend, ne, und einmal in matt. Aber ich denke mal, die meisten kennen ihn, ja. Das ist auch ein klasse Tuch. Auch so doppelt. Auch ein tolles Muster. Auch lecker. Ja, das war der. Der hat gekostet. Warte mal, was habe ich denn hier? Ich hätte das ja auch mal draufschreiben können. 2,65 €. Dann gab es noch einmal für 99 Cent. Ja, den brauche ich ja irgendwie immer, ne, den Techie Glue. Dann gab es noch was Leckeres hier. Ist ja auch klar, muss auch immer mit. Dann habe ich noch eine Stanze mitgenommen. Ich hatte nämlich auf dem Kanal, ist das Kreativliebe, hatte ich gesehen, da hatte sie nämlich so eine schöne Karte gemacht, genau mit dem, mit den Stanzen. Und da habe ich gedacht, boah, die kann ich super auch im Junk Journal, für das Junk Journal auch benutzen. Und deswegen habe ich mir die auch mitgenommen. Und was hat die denn gekostet? Ich glaube 3,29 €. Dann habe ich noch diese Stanze, die wollte ich auch unbedingt haben. Die hat auch, glaube ich, 3,29 €. Ich guck mal gerade. Embossing 3,29 €. Genau, die hat auch 3,29 € gekostet und die finde ich auch richtig schön. So, ja, dann sind nur noch so ein paar Naschis von meinem Sohn mit reingewandert. Ne? Einmal hier, Haribos, die gehen immer. Mentos gehen auch immer. Und dann haben wir, glaube ich, noch hier, die gab es dann auch noch. Und zu
zu guter Schluss, zu guter Letzt, Entschuldigung, habe ich noch hier so eine Tüte mitgenommen. Nice to meet you, die fand ich richtig schön. Ja, da habe ich auch noch was vor mit, deswegen habe ich die noch gekauft. Und jetzt hier auch noch, kann man auch wieder verwenden, ne? Gut, hinten jetzt nicht, aber hier. Genau. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende und ja, ich hoffe, als nächstes kommt auch wieder ein bisschen was Kreatives von mir und nicht nur hier irgendwelche Einkaufshauls. Ja, ich bin schon an meinem neuen Buch dran, aber das irgendwie, ja, ich habe so viele Termine jetzt die letzten 2 Wochen gehabt, dass ich ganz, ganz, ganz wenig hier an meinen Schreibtisch gekommen bin. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist das Leben. Und genau, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's euch gemütlich und bleibt kreativ. Bis dann. Tschüss.